Hallo, ich bin Julia Schäser und ich bin Sängerin und Synchronsprecherin. Uralte Regeln, die ewig bestehen, stärker als steinerne Wände. Wer will dich hören, lass dich lieber nur sehen, doch das geht heute zu Ende. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil es ist das erste Mal, dass wir sozusagen nicht die typische Synchronsprecherin im Interview haben, sondern dich als Sängerin, denn du leist ganz, ganz vielen Kolleginnen auf der Bühne, in Disney-Filmen, in anderen Filmen deine Stimme. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sehr gern. Wir beginnen trotzdem wie immer mit der legendären ersten Frage, die da lautet: Wie bist du zum Synchron gekommen? Ja, ich bin zum Synchron gekommen, da war ich noch ein, so vom Kind zum Teenager, ich würde sagen im Übergang. Meine Mama hat schon synchronisiert, allerdings nur im Gesangsbereich. Und durch sie habe ich immer wieder mal Werbung gemacht oder irgendwelche kleineren Sachen. War mit im Studio als Kind und als Teenie und habe dann dort einen Produzenten kennengelernt, der sehr, sehr viel in dem Bereich produziert, was die Musik angeht, also die Musikregie macht. Und der fand wohl gut, was ich mache und hat mich da aufgebaut. Und ich habe immer und immer mehr gemacht, von den kleinsten Nebenrollen über die etwas größeren Nebenrollen zum Ensemble und dann irgendwann zur ersten großen Hauptrolle. Die war? Die erste große Hauptrolle, Kinohauptrolle war Die Schöne und das Biest. Da kommen wir nachher noch zu. Da hast du gesungen, ne? Da habe ich gesungen, genau. Ja. Und deine erste Sprechrolle, wo du gesprochen hast, wo man dann gesagt hat, Mensch, die Julia, die kann nicht nur verdammt gut singen, sondern die könnten wir auch mal nehmen zum Sprechen. Ja, meine erste Sprachrolle war Dorothy in Die Legende von Oz. Die Rückkehr, ja, Dorothys Rückkehr hieß der Film. Okay. War kein Kinofilm, sondern eine Fernseh- und DVD-Produktion. Und da habe ich die Hauptrolle gesungen. Ursprünglich war auch nur Singen geplant. Und da hat die Produktionsfirma gesagt, sie möchten aber gerne, dass es eine Person übernimmt. Und dann bin ich zum Casting gegangen und durfte die Rolle auch sprechen. Cool. Du hast gerade gesagt, deine Mama ist Sängerin, Petra Schäser. Dein Vater ist Oliver Hahn, Pianist. Ja. Wie ist das, in so einer Künstlerfamilie aufzuwachsen? Cool. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Meine Großeltern sind auch Künstler. Und ich bin in einem Mehrgenerationenhaushalt aufgewachsen als einziges Kind. Das heißt, ich hatte 4 erwachsene Künstler um mich rum, die sich alle um mich gekümmert haben. Ich bin sehr behütet groß geworden. Sehr gut. Du hast es gerade gesagt, Die Legende von Oz. Du hast die Dorothy gesprochen, Dorothys Rückkehr. Kannst du dich noch erinnern, wie war das für dich, das erste Mal dann wirklich zu sprechen und nicht zu singen? Also ehrlich gesagt, ich bin zu diesem Casting gegangen, weil ja die Produktionsfirma meinte, sie möchten gerne, dass die ganze Rolle von einer Person übernommen wird, was nicht üblich ist in Deutschland im Synchron. Und irgendwie, ich weiß nicht genau, warum es dazu kam, weil eigentlich stand die Sprecherin auch schon fest, aber irgendwie wollten sie dann doch, dass beide quasi für beides gecastet werden. Und ich bin niemals im Leben davon ausgegangen, dass ich diese Rolle kriege. Ich habe vorher zwar schon mal Kleinstsachen gesprochen. Also wenn irgendwie zum Beispiel an einem Song hinten oder vorne noch was dran war oder sowas, dann habe ich das mitgemacht. Aber ich konnte nicht sprechen. Also ich konnte sprechen, aber ich konnte nicht sprechen. Dementsprechend bin ich nicht davon ausgegangen, dass das klappt. Und ich war, glaube ich, 16. Und bin total unbedarft zu diesem Casting gegangen. Und ich bin mir ganz sicher heute, dass das mein großes Glück war. Weil wäre ich sehr aufgeregt gewesen oder hätte mir da Mords Chancen ausgerechnet, wäre das bestimmt nichts geworden. Und so bin ich da hingegangen, war absolut sicher, dass ich die Rolle nicht kriegen werde, sondern dass ich wahrscheinlich singen werde und sie wahrscheinlich sprechen wird, so wie das eigentlich immer schon war. Hab da einfach gemacht nach bestem Wissen und Gewissen und hab wohl das dann doch ganz gut gemacht. Worin liegt denn die Herausforderung beim Synchronsprechen, also vom Technischen her? Wie würdest du das beschreiben für diejenigen, die da überhaupt keine Ahnung von haben? So also, wie ich.
Das stimmt ja gar nicht. Nee, die Herausforderung liegt für mich im Multitasking tatsächlich. Okay. Also man muss auf viele Dinge gleichzeitig achten und es ist ein sehr großer, man braucht sehr viel Konzentration, um das durchzuziehen. Also zum einen, man steht ja einfach vor diesem großen Bildschirm und vor einem liegt entweder ein großes Dialogbuch oder man hat noch einen weiteren Bildschirm, wo einem angezeigt wird, was man zu sprechen hat. Und man sieht die Szenen zum ersten Mal, also entgegen der Erwartung. Ich glaube, viele Leute denken, wir haben die Filme vorher gesehen. Das ist nicht der Fall. In den allerseltensten Fällen haben wir vorher irgendwas davon gesehen. Das heißt, wir kommen ins Studio und wissen oft nicht mal vorher, was wir heute für eine Rolle zu bekleiden haben. Wir haben dementsprechend natürlich auch den Text vorher noch nie gesehen, geschweige denn irgendwas davon auswendig gelernt. Und das heißt, man sieht die Szene, es ist unterteilt in Kleinstabschnitte, sogenannte Takes. Und man sieht die Szene einmal, man kann sie sich natürlich nochmal zeigen lassen, aber auch nicht endlos oft. Und dann hat man vor sich den neuen Text stehen. Wie oft wollen Sie sich denn das noch angucken, Frau Schäser? Genau. Haben wir es dann? Ja, genau. Ja, und dann kommt das direkt da drauf. Lernt man das auswendig oder wie liest man das ab? Also ich würde sagen, meistens, man stopft es halt irgendwie ganz kurz ins Kurzzeitgedächtnis oder man liest es ab. Aber man muss ja eben nicht nur darauf achten, dass der Text da drauf passt, sondern auch verschiedene Dinge. Also natürlich ganz wichtig die Emotionen, ja, das ist das Allerwichtigste. Dann welches Wort ist betont, wie ist der, wo liegt der Labial, wo will der Satz hin und so weiter und so fort. Und natürlich ist es synchron. Ja. Und das Schlimmste ist, wenn man aufgeregt ist, weil dann kann man die Emotionen nicht so gut abrufen. Das heißt also, die Konzentration ist das Wichtigste. Du hast 2017 in Die Schöne und das Biest Emma Watson gesungen. Gesprochen hat sie Gabrielle Petermann, ja. Also die Belle auf Deutsch. Wie waren die Synchronaufnahmen bzw. die Gesangsaufnahmen unter der Regie von Manuel Straube? Hat er die Gesangsaufnahmen gemacht, die Regie? Nee. Okay. Manuel hat die Aufnahmen nicht gemacht. Okay. Er hat die Regie für den Film gemacht? Ja. Die Gesangsaufnahmen wurden in einem anderen Studio gemacht? Ja, also das ist normal. Die Dialogregie war in dem Fall unter Manuel und die Musikregie ist meistens unter jemand anderem, in dem Fall unter Tommy Amper. Ah, okay. Der ja auch dafür bekannt ist, die meisten Disney-Filme zu machen. Ne? Ja, und das ist auch der große Befürworter meiner Karriere und derjenige, den ich als Kind kennengelernt habe und der ja, mich supportet hat. Wie ist denn das im Synchronen? Hast du ja das Bild, also du siehst, wie die Figuren miteinander sprechen, wie die miteinander interagieren. Wie ist es beim Singen? Siehst du genauso das Bild? Musst du dich draufpacken oder nehmt ihr das, wie wir sagen, auf schwarz auf? Also, dass ihr nicht seht, was dort passiert? Nee, normalerweise sehen wir, was passiert. Okay. Ja. Also entweder das wird vorher einfach gezeigt, aber in der Regel ist ein Monitor im Studio und man sieht, was passiert, weil es auch was macht mit der Emotionalität, wenn man es sieht. Wie viel Zeit hast du denn beim Singen? Ist das da, also viele deiner Kolleginnen und Kollegen, die sagen ja immer, sie wünschen sich, dass wieder mehr Zeit ist beim Synchronisieren. Wie ist das beim Singen? Nimmt man sich da mehr Zeit? Ja, also eigentlich haben wir immer genug Zeit beim Singen. Ich würde nicht sagen, dass man da sich sehr beeilen muss. Zumindest habe ich mich noch nie so gefühlt, als hätte ich mich beeilen müssen. Allerdings ist natürlich schön, wenn man nicht so lange braucht. Ist ja klar. Ja. 2019 hast du dann die Gesangsparts von Prinzessin Jasmine in Disneys Neuverfilmung von Aladdin singen dürfen. Ja. Maria Hönig hat sie synchronisiert, du hast sie gesungen. Wie kam es dazu? Ich glaube, wie das dazu meistens kommt, ich wurde vorgeschlagen für die Rolle. Also es ist ja nicht so, dass das offene Castings sind, sondern in der Regel werden ein paar Leute halt zum Casting eingeladen und unter diesen Leuten war ich und das war total in der Rush. Ich hatte da gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, weil ich gerade mit meiner Band auf Tour war und so. Wollte es natürlich gerne machen und bin zum Casting gegangen und habe die Rolle bekommen, auch da relativ unerwartet. War das für dich eine große Herausforderung oder wie gehst du überhaupt ins Studio, wenn so eine Produktion ansteht, die ja so verdammt wichtig ist? Also da kommt es ja maßgeblich auf den Gesang an. Bist du nur aufgeregt? Also bei Aladdin war ich aufgeregt, vor allem an dem einen Tag, weil da nämlich die Regisseurin dazu kam.
Okay. Und das ist eine ungewohnte Situation. Aus Amerika? Nein. Also die, aus die den Film gemacht hat. Genau. Okay. Ja, das war eine ungewohnte Situation, weil normalerweise ist man im Studio allein mit dem Produzenten. Bist du auch mit dem Aladdin-Trickfilm von 1992 aufgewachsen? Ehrlich gesagt, nein. Das fragen mich immer ganz viele Leute, ob ich mich am Original orientiert habe und so. Ich habe den Film vorher noch nie gesehen. Hast du den jetzt mal angeguckt? Ja. Im Nachhinein. Welchen fandest du besser? Oh, das ist besser oder schlechter finde ich, glaube ich, keinen von beiden. Sehr anders. Okay. Aber beides hat Charme auf jeden Fall. Jasmine wurde ja von der britischen Schauspielerin Naomi Scott gespielt. Hat die im Original ihre Gesangspart selber gemacht? Ja. Okay. Die singt sehr gut. Okay, cool. Hast du mit Maria Hönig mal über die Rolle sprechen können? Habt ihr euch mal kennengelernt? Oder? Ja, wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns auf der Premiere kennengelernt und tatsächlich sehr gut verstanden. Und Maria kam ein paar Wochen später, habe ich in Berlin gespielt, also mit meiner Band. Und sie kam aufs Konzert und es ist eine ganze Liebe. Schön. War ja auch schon bei uns im Interview. Ja, ich weiß. Genau, Will Smith wurde ja gesprochen von Jan Odle, gesungen, Manuel Straube. Wie findest du die Kombi? Unfassbar fand ich die Kombi. Ich war absolut impressed. Ja. Das klingt so krass nach einer Person. Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass es Jan nicht selber gesungen hat. Ja. Bis zur Premiere und sie beide vor mir standen und ich war so, was machst denn du hier? Es ist mega. Also wir waren auch im Kino, ich mit meiner Familie und als ich dann gesagt habe, der Sänger ist nicht der Sprecher, weil ja nun auch, wir machen ja alle unsere Familien verrückt mit unserem Wissen über die Synchronisation, waren auch alle ganz erstaunt. Inwieweit hat dich denn die Disney-Gesangsrolle so karrieremäßig gepusht? Bringt das einen nach vorne? Merkst du, wenn du so eine Produktion gemacht hast, da kommen jetzt mehr Anfragen, da wird man anders als auf dich aufmerksam als vorher? Hat es was gebracht? Inwiefern? In der Szene? Im Synchron? Oder als Sowohl Sängerin? Sowohl im Synchron oder? Als auch als Sängerin. Merkst du dann Effekt überhaupt danach? Ja, auf jeden Fall. Also man merkt, wenn, kommt drauf an, wie man damit umgeht, ne? Also es gibt auch KollegInnen, die das überhaupt gar nicht promoten oder so. Ja. Da auch nichts drüber posten oder sowas. Wenn man das tut, auf jeden Fall. Also man merkt es an FollowerInnen-Zahlen und so weiter, auf jeden Fall. Und an Leuten, die darauf reagieren. Ich habe ja bei Aladdin sogar selbst noch eine Version davon gemacht auf YouTube. Okay. Weil es keine Vollversion des Songs gab. Also es gab nur Part 1 und Part 2. Und auf Englisch haben sie natürlich noch eine ganze Version rausgebracht und auf Deutsch nicht. Und das habe ich dann selber gemacht. Und das war darauf waren die Reaktionen auch super cool. Toll. Ja, also das hat man schon gemerkt. Ebenfalls 2019 hast du die Hauptrolle der Victoria in der Musical-Verfilmung Cats gesprochen und gesungen. Ja. War diese Hauptrolle eine Herausforderung für dich? Ja, das war eine Riesenherausforderung. Das war eine spannende Hauptrolle, überhaupt auch ein spannender Film, weil es ist ja kein Film im klassischen Sinne, sondern es ist wirklich ein verfilmtes Musical. Es wird nicht viel gesprochen. Aber das, was gesprochen wird, ist irgendwie wichtig und extrem emotional herausfordernd, ist der Film, ehrlich gesagt. Also das war halt unfassbar doll gespielt und deswegen war das eine Herausforderung zum Sprechen, aber eine sehr schöne Herausforderung. Was beansprucht dich denn mehr, sprechen oder singen, wenn du jetzt im Studio bist, rein mental? Was geht dir leichter von der Hand, was beansprucht dich mehr? Das kommt sehr auf die Rolle an, ehrlich gesagt. Also in der Regel... Wenn ich im Chor irgendwas mache oder als Nebenrolle zum Gesang, also ich habe da Spaß dran, aber das ist nicht so schwer für mich, einfach weil ich schon viel gemacht habe und da ist der Spaß auf jeden Fall im Vordergrund. Das ist bei Sprache genauso. Allerdings gibt es da natürlich, für mich gibt es bei der Sprache mehr Dinge, die schwierig sein können. Zum Beispiel, wenn es nicht von Englisch auf Deutsch übersetzt wird, sondern von Dänisch oder sowas. Einfach, weil man die Sprache nicht, ich spreche die Sprache nicht. Ja. Und normalerweise weiß ich ja bei einem, wenn was auf Englisch ist, ich verstehe jedes Wort, ich weiß, welches Wort es betont, wo will der Satz hin, wo macht sie vielleicht eine kleine Pause, welches Wort ist besonders wichtig und oft ja auch, was ist der Subtext, also was steht irgendwie so zwischen den Zeilen und das versteht man halt einfach nicht und das, da muss man dann
noch mehr drauf achten. Regisseur wahrscheinlich. Ne? Ja, und man muss einfach sehr darauf achten, dass man das ja dann trotzdem irgendwie halt die Message so gut rüberbringt und auch die Emotionen so gut einfängt. Ne? Warst du denn vorher schon Fan des Musicals Cats? Auch da, nein. Mich fragen die ganzen Leute immer, ob ich das alles kenne und ich kannte das nicht. Also ich kannte Cats, also ich war nie drin, aber mein Vater hat es, glaube ich, mal gespielt. Deswegen war es mir ein Begriff. Aber nee, ehrlich gesagt, nein. Und, du bist eher so ein Hundetyp. Ich finde. Was die Zuschauer nicht sehen, hier läuft nämlich noch, dann liegt ein Hund hier, weil die Kamera ist ein bisschen weiter oben. Der liegt da hinten ganz friedlich und schläft ganz brav. Genau, Katze Victoria wurde von Francesca Hayward gespielt. Ja. Hast du sie persönlich kennenlernen dürfen? Ja, hab ich. Okay, erzähl mal. Das war cool. Universal hat ein Meetup organisiert vorab zu diesem Film und da haben wir uns kennengelernt in Berlin. Hab kurz mit ihr sprechen können und das war total nett. Die ist ja eigentlich vor allem Ballerina und zwar eine sehr, sehr, sehr gute. Das kommt noch erschwerend hinzu. In Großbritannien, also sie ist eine unfassbare Tänzerin einfach. Und ja. Ich fand das total interessant, wie die sich bewegt hat. Also allein schon nur im Gang, ja, wirklich, also im normalen Leben, die ist unfassbar. Also ist eine sehr kleine, aber unfassbar trainierte, natürlich, Frau. Und die ist so elegant. Das war total beeindruckend, wie die sich so im Raum bewegt hat und so. Und ihre Mimik, ja. Gab es denn weitere Synchronrollen, die vielleicht jetzt weniger bekannt sind, aber die für dich eine absolute Herausforderung waren? Ja, ich habe vor kurzem was gemacht für eine dänische Serie auf Netflix, deswegen kam ich vorher schon auf Dänisch. Ja. Ich habe schon mal was gemacht aus Japanisch, glaube ich, auf Deutsch. Das war auch, also war wahnsinnig schwierig irgendwie. Und das war ehrlich gesagt auf jeden Fall eine Herausforderung, weil ich zum einen nicht wusste, was ich da für eine Rolle zu bekleiden habe. Zum anderen eben das Dänisch-Deutsche war auch irgendwie schwierig. Und ich glaube, die zweite Szene oder sowas war eine Sexszene in der Garage. Und ich wusste bis dato aber nicht, dass es eine Prostituierte ist, die ich da spreche. Ach so. Aber es ist schwierig. Nee, aber ja. Okay. Welche Synchronaufnahmen waren denn für dich emotional oder stimmspielerisch besondere Herausforderungen, abgesehen von der eben genannten dänischen Garagen-Sexszene? Also stimmlich mit Abstand anspruchsvollsten war Aladdin. Das ist auch, glaube ich, nicht verwunderlich, weil Ich werde niemals schweigen oder Speechless auf Englisch ist einfach ein sehr schwieriger Song. Das ist auch ganz schön hoch und das weiß auch jeder, der schon mal versucht hat, diesen Song zu singen. Das habe ich tatsächlich auch schon gut geübt, bevor ich da ins Studio gegangen bin. Ja. Du bist auch in der amerikanischen Musical-TV-Serie Schmigadoon. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ja, stimmt. Zu hören, worum geht's in Schmigadoon? Ich habe es noch nicht gesehen, das muss ich dazu sagen, aber ich weiß, es war, glaube ich, Apple TV. Da geht es darum, dass ein Pärchen irgendwie, die kommen in eine Welt, in der nur gesungen wird. Ah, okay. Alles um sie herum fängt an zu singen und fast vernervig. Und das Problem ist, dass sie nur da rauskommen oder auch nur aufgehört wird zu singen oder so, wenn sie aufhören, sich zu streiten. Darum geht es basically. Und das schaffen sie natürlich die meiste Zeit nicht. Und deswegen ist es wahnsinnig anstrengend, weil alle die ganze Zeit. Hattest du mehr zu singen oder mehr zu sprechen? Ich nehme an, zu singen. Ich habe nur gesungen in der. Oder habe ich auch was vor? Ich glaube, ich habe nur gesungen. Okay, gut. Neben dem Synchron bist du vor allem als Sängerin aktiv. Du hast 2020 dein Album Kopfkino veröffentlicht. Wie ist dieses Album entstanden? Erzähl mal von deinem dritten Standbein. Zum zweiten kommen wir dann noch. Okay, mein drittes Standbein. Ja, also mein drittes Standbein würde ich eigentlich eher als mein erstes bezeichnen. Ich bin hauptsächlich Sängerin. Und wie kam es zu dem Album? Ich habe Musik studiert. Ne? Ich habe Gesang und Produktion studiert und das ist mein Solo-Projekt, also meine eigene Musik. Was ist das für Musik? Das ist Deutschpop. Okay. Genau. Ich mache so deutsches, poppiges Zeug, bisschen Singer-Songwriter-mäßig. Genau. Und tatsächlich hatte da Aladdin einen Impact auf dieses Album, okay. Weil ich habe vorher natürlich schon Musik gemacht, aber
noch keine Veröffentlichung gehabt, zumindest nicht in meinem eigenen Soloprojekt. Und nach Aladdin kam dann das Label, mit dem ich das veröffentlicht habe, auf mich zu und meinte, hey, wollen wir nicht ein Album zusammen machen? Und da saß ein Freund im Label, deswegen war das besonders cool. Genau, und dann habe ich das mit denen zusammen. Wo kann man das hören? Spotify bei den großen Streaming-Dienst? Der Streaming-Dienst deines Vertrauens. Die Texte hast du selber geschrieben? Die Texte habe ich selber geschrieben, ja. Die Songs sind alle, mit Ausnahme von zwei oder so, wirklich im Studio entstanden. Das ist ein anderes Arbeiten, als wenn man mit Band schreibt oder zu Hause alleine schreibt und dann das Aufnehmen geht. Ja. Das heißt, ich habe Co-Writer gehabt, aber genau. Hast du für 2022 eine Tour geplant? Ja, also das ist optimistisch mit der Tour, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Cool. Was bedeutet Musik für dich? Alles. Ja. Inwieweit hängen für dich Musik und gesprochenes Wort zusammen? Hängt zusammen. Ich glaube, Worte, das hat mal jemand so gut formuliert, wie war denn das? Also das hat, da habe ich, da, I agreed on that. Worte lassen einen halt Gedanken irgendwie, eben nicht fühlen, sondern irgendwie Gedanken wissen, mehr oder weniger. Und Musik lässt einen fühlen. Und wenn man das beides kombiniert, dann kann man den Gedanken nachfühlen. Okay. Und das finde ich besonders spannend an Musik. Also ich höre mir auch gerne gesprochenes Wort an. Ich höre mir auch oder lese mir Gedichte durch oder ich lese auch generell gerne Bücher und so. Aber man hat eine andere Connection zu der Emotionalität, wenn Musik ins Spiel kommt. Das merkt man ja auch daran, dass man zum Beispiel Gänsehaut kriegt, wenn jemand singt oder so. Hast du denn im Synchron Vorbilder? Wo würdest du sagen, mit dem würde ich gerne mal im Studio stehen, so würde ich gerne mal mich entwickeln? Gibt es da jemanden, zu dem du aufschaust, wo du sagst, von dem würde ich gerne lernen? Also ich arbeite super gerne mit Manuel zusammen, mit Manuel Schraube. Mhm. Genau. Ich würde wahnsinnig gerne auch mal unter der Regie von Jan Udle was machen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Und generell, ehrlich gesagt, also ich schaue da zu allen auf. Ich finde, das ist ein wahnsinnig toller Job. Und es hat ja schon wahnsinnig angefangen. Also, dass ich die erste große Rolle, die ich machen durfte, mit Gabi Petermann machen durfte, war schon lustig, weil wir zusammen auf der Schule waren tatsächlich. Ach so. Ja. Kommst du aus München? Ja, ich bin in München geboren, genau. Und Gabi war lustigerweise wirklich am Land auf demselben Gymnasium. Natürlich einige Jahre über mir, aber deswegen, ich arbeite mit allen gern. Cool. Gibt es denn Rollen, die dich noch reizen? Also was heißt noch? Also gibt es denn Rollen, die dich reizen, wo du sagst, das würde ich gerne mal sprechen? Das wäre mal so ein Typus von Rolle, den ich gerne machen würde? Ich bin oft die Gute, tatsächlich. Und ich bin auch gerne mal nicht die Gute. Cool. Glaube ich. An alle Aufnahmeleiter. Julia würde gerne mal die Böse sprechen. Ja, genau. Julia, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Schön, dass du da warst. Schön, dass wir mal so einen Einblick auch in eine andere Facette des Synchronisierens bekommen haben, nämlich das Singen. Vielen Dank und bis bald. Und ich hoffe, dass wir noch viel von dir gesangsmäßig hören und auch, dass du bald mal die Bösen sprechen darfst. Danke, dass du da warst. Dankeschön.